Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Ja, wir haben schon ein bisschen aufgebaut. Der zweite Flügel ist soweit ganz schön. Aber bevor wir jetzt da weitermachen, will ich unbedingt ja in die Stadt ein bisschen shoppen, so gesehen. aber auf jeden Fall keine Zeit vertrödeln. Dazu wäre es wichtig, dass wir hier mal schnell die Taschen ein wenig leer machen und das rausschmeißen, was hier nicht allzu wichtig ist. Mal so. Eigentlich ist da nur Eisen, ich weiß. Das habe ich jetzt so ein bisschen verkeckt, weil wir haben von den ganzen, sag ich mal, teuren Sachen eigentlich gar nichts mehr. Und das ist natürlich dann wiederum nicht so geil. Und da müssten wir ein bisschen Abhilfe schaffen. Ranke haben wir mittlerweile richtig, richtig viel. Oh, hier der Eimer noch. So, und hier waren nur noch die Nägel rein. So, dann haben wir hier ja ein bisschen Sondersachen, ne? Sowas wie Benzin und Öl, Schmierstoff, Gummiharz und ein bisschen Shitpulver. 11 Fallen haben wir aufgesammelt. Die müssen wir natürlich dann unbedingt wieder alles reinbatzen. Also da dürfen wir echt nicht schlampen bei. Und muss auf jeden Fall wieder, ja, schön sein am Ende. So, wir haben jetzt hier nur noch ein paar Steine. Denn sowas wie Leder. Stoffe, die wir nicht brauchen. Und hier kommt dann das. Ah doch, ein Fell haben wir noch. Und eine Feder hatten wir auch noch. Ja, gut. Das ist ein bisschen schwierig manchmal hier diese Übersicht da zu behalten. Und dann dachte ich vielleicht. So, jetzt gehen wir los. Ich habe mir ja auch so ein Zeichen da gemacht, ne, wo dann zu den Hochhäusern da nochmal geht. Oh, das ist aber schön. Selten, aber schön. Die großen Fallen, die würde ich ja gerne noch machen, ne? Wenn die jetzt hier vollgelaufen sind oder sowas. Da brauchen wir ein kleines Stück Fleisch, das kriegen wir hier. Weil wenn die da schon mal voll sind, ne? Vielleicht haben wir ja auf dem Rückweg da nochmal Glück und hier geht so eine Eber-Drecksau nochmal rein. Das wäre nämlich ganz, ganz toll. Würde ich irgendwie richtig geil finden, auf jeden Fall. Ist noch eine kleine Falle, da hinten ist noch eine. Aber die können wir ja jetzt nicht, wie ein kleines Fleisch. Ja, machen wir die noch schnell und dann geht's wirklich auch los. Weil wir haben nämlich gar nichts mehr. Wir haben so gut wie kein Eisen mehr. Wir haben eigentlich nichts. Nur nichts. Das ist nämlich ja gar nicht mal so gut. Weil wenn man nichts hat, dann kann man auch nichts bauen. Und das ist nämlich unser ja, größtes Problem. Bei diesen ja, Unterfangen, was wir denn noch so haben. Also für die nächste Nacht mache ich mir jetzt nicht so die Platte, weil ja letzte Nacht der, ich wollte sagen, der Baron kam. Aber hier der Titan. Und dennoch ein richtig krasser Titan. Und ich glaube, wenn wir, ihr habt ja so ein bisschen geschrieben, ne, Liebchen und Wilhelm, wenn wir das ein bisschen höher bauen, das ist ja eigentlich auch so mein Ziel, ist ja klar, ne, umso höher der Mörser steht, beziehungsweise unser Schießapparat, umso mehr kann der ja auch in die Ferne ballern. Was natürlich wiederum dann auch ein bisschen geil ist, ne? Und das wollen wir eigentlich auch dann so hinkriegen. Dass das denn auch alles so funktioniert. So. Was noch ein bisschen cool wäre. Ich habe mal seinen Besuch, die andere Katze kommt. Die kommt eigentlich nur, wenn sie Hunger hat. Also hat das nicht zu heißen, dass sie mich irgendwie toll findet oder mich vermisst. Sondern eigentlich nur, Papa, gib mir fressen, sonst kacke ich dir in die Ecke. Alter, aber das ist ein bisschen ruckelhaft hier. So, die Autos nehmen wir natürlich auch mit, wenn wir ein paar begegnen. Das sollte soweit klar sein. Jetzt hakt das hier schon wieder so. Kann ich die denn alle auch looten oder sind die gelootet? Die sind gelootet. So, Metallbrocken wäre auch nice. Allgemein wäre es nice, wenn wir in irgendeine Ecke kommen würden, wo ich noch nie war. Aber ich glaube, so viel Glück haben wir hier nicht, ne? Boah. Boah. Alter. Er sagt ja, dieses Spiel ist. Ich weiß nicht warum, ne? Also. Der hat so Ladeschwierigkeiten. Die Frage ist nur, warum. Da. Was will er da jetzt berechnen? Ich weiß auch nicht. Das ist halt optimal, ey. Naja.
Ich hoffe, die bringen denn natürlich zum Winter-Update auch so ein. Oh, Alter, aber heute ist ein bisschen überkrass, ey. Das tangiert ja schon ein bisschen. Dass sie zum Major-Update auch so ein Performance-Update bringen. Dass das hier mal ein bisschen gesitteter von sich geht, ne? Weil jetzt hier so eine. Ja, Alias Ruckel-Dings, ne? Das wird's natürlich im Fight jetzt nicht so haben. Ja, du hast noch nie meine abgedateten Superpfeile geschluckt, Junge, ne? Graf von Gerippe. Auch kein Problem. Oh. Wäre ja fast ein Problem geworden, wa? Wenn ich nicht schießen kann, ist das natürlich auch so eine Sache. Ja, die Autos nehmen wir natürlich gerne mit. Ich hätte natürlich immer gerne ein Stück platte Eisen oder sonst irgendwie was. Stück Eisen interessiert jetzt weniger. Benzin ist natürlich ultra wichtig. Kupferdraht ist natürlich auch. So, ohne Kupferdraht geht natürlich nichts. Aber so normales Eisen. Vielleicht sollten wir auch nochmal in die U-Bahn. Ist hier nicht irgendwo die U-Bahn? Vielleicht sollten wir da auch nochmal reinschneiden. Einfach so, weil wir können. Da hinten ist die U-Bahn. Alles kommen lassen in der U-Bahn. Dann machen wir die Hochhäuser nächstes Mal. Ja, ich weiß nicht, was Fried gemacht hat, aber auf jeden Fall hat der so eine Art Stehaufmännchen da immer. Kommt sie ja nicht vorwärts, wa, Junge? Ja, das kommt. Immer einen Schritt vorwärts. Ja, nicht so nah ran. Oh. Daneben schießen ist auch nicht so geil. Stopp doch mal jetzt hier. Ah. Oh. Aber ey, wirklich, feine die mit den letzten Pfeilen, wa? Na, das sagt mir ja gleich, dass ich noch ein paar herstellen sollte. Das mag ich aber auch gleich. Oh, ein bisschen untertrieben, wa? Mit den Pfeilen. Kann man einfach so klicken. Ah, die verballer ich eh. Das ist jetzt nicht so schlimm. So. Gib mir all your stuff. Und dann gehen wir hier mal rein, wa? Ach nee, falscher Eingang. Dann nehmen wir hier die Autos noch mit. Hätte ich ja auch gerne. Ja, du kommst schon wieder so, ob suchst du mich seit 500, Alter, 500 Jahren. Mal, sterben? Option für dich? Ja, ich merk schon, ne. Kommt hier noch ein Glatzengabi angeschissen, ne? Entschuldigung. Ich hab's doch nicht so gemeint. Ich hab dich auch sehr, ne? Oh, aber in die Hand, ne? Ach du. So eine richtig beschissene Kurve hier ran. Ey, sag mal, aber nicht zu zweit hier. Noch Überron hier. Besonders von allen Seiten kommen die angeschissen. Das mag ich ja gar nicht, ne? Ich bin ja eigentlich so ein ganz, zartes Gemüse. Aber hier von jeder Seite hier zu gecrappt zu werden, das ist jetzt auch nicht so das, was ich so nice finden würde, möchte, könnte. Nicht so meine Welt. So, das ist ein Fake-Auto. Das sehe ich von Weitem, weil die glitzern hier so neu. Siehst du? Ja, was los? Okay, nichts. Das ist auch gut. Ja, den hole ich mir noch ran. Oh. Wie auch immer. Der wollte ja gerade bestimmt ein Bier zippen da beim 24-Stunden-Shop. Das glaube ich nämlich. So mal ein bisschen. Alter, wo kommen die denn her? Ey, stand aber nirgendwo so im Drehbuch, ne? Ey, sind die jetzt hier aus dem Boden rausgekrochen? Ja, kein Wunder, dass ich keine Chance habe hier. Die kriechen ja aus dem Boden raus. Die kommen einfach so. Das heißt, die kommen ja nicht aus dem Bunker. Die kommen einfach so aus dem Boden rausgekrochen. Aus dem Betonboden, ne? Vielleicht auch aus der Schiene oder so. Ich weiß auch nicht. Voll merkwürdig, ey. Das ist voll die komische. Eigen. Bio? Bist du es? Könnte auch Bio sein, nein. Weiß noch nicht.
Nee, das ist nicht Bio. Das ist hier irgendwie so ein. Kennt ihr von Alien den Film, ne? Wird Alien sich so halb mit dem Menschen vermischt? Und dann so ein Hybrid ist so Art? So sah das aus. Wie so ein Alien. So, in die Kisten gucken wir natürlich auch rein. Ein bisschen Munition brauchen wir auch, weil Munition haben wir auch schon halt weggeballert. Da wäre es ganz gut, wenn wir auch ein bisschen, ja, natürlich nicht alles, aber wir nehmen erstmal mit. Alter. Na, hier steppt da wieder der Bär, ey. Ja, jetzt bin ich mit meinen 180 Pfeilen natürlich ein bisschen richtig gut aufgestellt. Ja, los komm, leck Lisa. Find den Weg hier. So. Guti, guti, guti. Ja, nee, doch, hier. Ein Stück Fleisch können wir mal fressen. Das tut nicht schlecht. Oh. Ah, hier ist richtig Bewegung, wa? Warten die alle auf den Zug oder was hier? Deutsche Bahn? Ein bisschen Verspätung sieht's aus. I can that, hatte ich auch schon ein paar Mal. Echt nicht so nice. Oh nee, wa? Vampire. Ja. Oh, siehst du, der kann nämlich hier so eine Mega-Ausfallschritte. Das ist nämlich gar nicht so geil irgendwie. Man fürchtet sich ja mittlerweile eh nichts mehr vor irgendwie was, ne? Ich fand der gut hier, Karl hat geschrieben, der hat das nachts gespielt und war so einfach so beim Looten, so zärtlich, weißt du? Und so mitten in der Nacht, also Realtime. Und da ist er dann so ein bisschen lauter geworden, ne? Weil ihn da so, manchmal kommen die Zombies ohne Töne an, ne? Und dann merkst du nur, weil du Schaden nimmst, ne, und weil du dann so eine, also die Arme von der Seite siehst, ne, wie sie dich da betätschen wollen, die notgeilen Zombies. Und da hat er wohl so laut geschrien, dass er seine Frau wach gemacht hat. Ohne geile Story, ey. Das kann mir nicht passieren. Aber wenn ich schreie, würde meine Frau niemals wissen, dass ich Kid bin, weil ich einfach so schreie wie ein Mädchen, ja? Das ist so Taktik. So, gehen wir jetzt hoch, Truppe. Sehr schön. Geil. So, weil ich will ja da unten in diese Laufdinger rein. Hier können wir nicht durch, ne? Gut. Weil da ja hier so richtig geiler Stuff geben soll. Ein bisschen Platz sollte ich hier noch brauchen. Oh, jetzt kommt schon wieder die Daywalker, wa? Nimm mal Platz da vor mir. Ja, komm da her. Oh, Entschuldigung. Ich würde ja auch einfach mit Knüppel hier drin, ey. Will ich nicht mein Knüppel mal nehmen? Wo ist denn mein Knüppel? Da. Irgendwas höre ich da von beiden. Ja, ihr wartet denn schon wieder, wa? Ja. Wartet mal ab hier. Ich muss erstmal sammeln. Ja, du. So. Ups. Wollte gar nicht. Noch nicht zumindest. Komm mal her. Oh, zack. Zack. Aua. Zack. So. Ja, jetzt nehme ich hier auch ein bisschen schneller vielleicht. Aber ich nehme natürlich... Aua, mehr Schaden. Ach du alter Zungenküsser, ey. Oh ne, nicht so lecker. Ja, jetzt kloppt ihr euch gegenseitig, ne? Weil, du wolltest als erstes, ne? Ja, das ist mir klar. So viel Fleisch habe ich gar nicht mehr bei. Aber den Idioten, den krieg ich auch so. Das sollte ja kein Problem sein. So, und ich... Werde. Sind da welche drin?
Könnt zart bleiben, ich wollte nur das Metall mir hier nehmen. Irgendwas spiegelt sich da im Waggon. Ey, kriegt die noch? Hä? Kann ich schon sagen. Da hinten latscht noch einer. Das ist wirklich schön hier, die Metallanreicherung. Warum auch immer dazu kommen sollte in den Jahren, dass hier sich Metallbrocken sammeln sollten. Ich weiß nicht, was für eine geile Story das sein sollte. Aber mit irgendwas werden sie ja recht haben, ne? Vielleicht ist ja hier so ein Erdbeben und darüber war ein übelstes Eisenerzvorkommen, was denn hier so reingeschüttet worden ist nach der Zombie-Apokalypse. Man weiß es nicht. Aber irgendwie so weit wird es ja sein. Na. So, Stunde 14. Ich will eigentlich, ja, nicht so lange, weil wir haben ja nur übelst was zu tun. Also 20 Uhr, da müssen wir schon längst wieder zurück sein. Deswegen wird das auch hier eine Ewigkeit. Ich denke mal, ich werde nur diesen Abschnitt hier machen. Und dann wird es das, okay. Dann wird es das auch wieder halb gewesen sein, glaube ich. Bin mir der schon locker. Ich sehe ja nicht. Eigentlich müsste ich tot sein. Wäre auch die Chance gewesen für Zombies gerade. Ne? Weil wehren hätte ich mich eh nicht können. Ja, aber nur gesehen. Aber genug drinne. Das ist natürlich schön. Wenigstens haben sie einen so einen Hotspot gemacht. Ah, jetzt habe ich hier wieder die Riffel, weil die Sonne wieder rumgewandert ist. Ich möchte aus den Riffeln raus. Wo muss ich denn sein? Überall habe ich Riffel. Naja, dann sehe ich so aus. Kennt ihr Star Trek? Diesen einen davon, ne? Der hat ja hier auch so eine komische Brille. Also die alten Enterprise, ne? Die alten Teile. Der hatte da auch sowas, ne? So eine komische. Stellt euch einfach vor, ich habe das gleiche. So eine hochmoderne Brücke, wollte ich sagen. Brille. Oh, und das muss so sein. Irgendwas leuchtet da drin. Seht ihr das da? Irgendwie sagen hier was. Also wenn ich jetzt nicht genug Eisen... Naja, genug Eisen, glaube ich, gibt es in diesem Spiel gar nicht. Man hat Eisen oder hat keins. Aber genug Eisen, glaube ich, mal nicht. Aber ich wollte auch mal gucken hier mit den Raffinerien, ob wir die denn schon mal bauen wollen. So. Hier ist auch noch Eisen, ne? Ja, wollte schon sagen. Okay, kriegt die nicht? Hallo? Aha. Und hier hinten ist jetzt halt weg. Tatsache. Das ist ja auch nicht schlecht, ey. Oh, ich sehe kaum was, weil mich das Licht hier so ein bisschen... Ich sehe aber auch gut aus, ne? Das ist, fett schon ein bisschen. So. Wo denn? Ich möchte auch mit dir spielen. Oder geht's hier auch nur nach hinten? Ist ja gleich gegangen. Ach, ist hier unten. Aber hier ist doch keiner. Das ist meine Taschenlampe, die da so. Ah, das. Ja, logisch, ne? Knallers sind wir bestimmt nur nebenan hier. Tschüssi. Ja, da sind sie alle hier. Sadomaso Micha und Michaela. Und hier kommt Sugar Daddy an ihr Rand. Der muss immer ganz schnell down. Also nicht ganz schnell, aber sollte bald down gehen. Der ruft immer seine hässlichen Freunde und die können nämlich alle hauen. Was nicht so cool ist. Weil die hauen nämlich ziemlich doll zu, muss ich sagen. Ich wollte schon sagen, irgendwo halt hier auch noch ein... Ah, guck mal, hier ein Nachbar-Dings sind sie drin.
in den Arsch geschossen. Das tut mir ja... Nee. Jetzt. Ich dachte, war schon vorher down. Ne? Bio? Bist du es? Wo ist denn Bio, ey? Ja, zumindest ist ja auch noch so ein Feld. Das ist nämlich ganz geil. Und Schreihals kriegt immer als erstes rein. Ey. Ich mag nicht diese Viecher, die denn immer gleich petzen müssen. Hier, da ist einer. Kommt mal, meine unterlegenen Kollegen. Das ist, das mag ich nicht. Das sind so eine Anscheiße. Ah, das ist wie in der Kindheit. So petzen konnte keiner leiden. Das muss einfach bekämpft werden. Schön, dass sich einer hier wenigstens freut. Oh ja, so viel ist hier auch nicht drin, ne? Beim anderen auf jeden Fall ein bisschen mehr. Komm schon, stirb jetzt hier. Ja, und dann würde ich auch schon sagen, dass das reicht, ne? Das heißt, ich mache hier alle platt. Looten mir alles voll und dann rennen wir zurück und bauen eine Runde weiter. Aber ich will natürlich gucken, was wir eine Ausbeute haben. An Stuff. Nick, nick. Jetzt stirb. Ach man, ey. Deswegen kann ich keiner leiden, Junge. Ey. Dich hier ist recht, ne. Nick, nick. Ey, sag mal. Das ist hier. Muss ich denn noch ernst reden mit euch? Jetzt kommt der Todessound, ey. Ach ja, hier liegt ja auch noch. Aber können sie ruhig machen. Aber hier schon gesäubert? Sieht so aus, ne? Ja, dann würde ich sagen, ich mache das platt hier, ne? Und dann rennen wir zurück und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Und bauen noch eine Runde. Ach, ich wollte noch gucken, wie viel haben wir jetzt. Ja, schon ein bisschen, ne? Aber guck mal, das ist schon gut, ne? Fast 100. Das sind 100. Das sind 100. Richtig geil, ne? Und 13 Dings, auch geil. Fett schon ein bisschen. Ein bisschen haben wir ja noch was zu looten. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.